In einem Nebentrakt der Klinik am Südring finden regelmäßig spezielle Sprechstunden für gynäkologische und urologische Patienten statt. Frauenärztin Christina Trautner empfängt heute eine umweltbewusste Studentin, die sich mit ihrem Anspruch unbewusst selbst in Gefahr bringt. Also, ich habe jetzt schon ein bisschen länger halt sehr starke Unterleibschmerzen. Deswegen bin ich jetzt auch hier. Die sind seit längerer Zeit ständig oder nur manchmal? Ja, ständig. Und stark. Müsste jetzt die Periode kommen? Nee, die hatte ich eigentlich letztens. Nee, die steht nicht an. Also Sie haben keine, haben Sie Schmerzen bei der Periode, wenn die kommt? Ein bisschen, aber das sind ganz andere Schmerzen. Okay, das ist schon mal wichtig. Bevor wir jetzt hier große Sachen machen, taste ich erstmal den Bauch ab. Ja, okay. Ganz vorsichtig, okay? Ja. Das heißt, Sie legen sich dahin auf die Liege. Ja. Laura konnte gar keine genauen Auskünfte dazu geben, woher die Schmerzen kommen können. Meistens hat man ja da selber eine Vermutung. Aber sie hatte noch einen Blinddarm, sie hatte keine Geschichten in der Familiengeschichte mit Darmsachen. Da war nichts Schlimmes vom Zyklus her auffällig. Und deswegen wollte ich erst mal sehen, wie fühlt sich der Bauch überhaupt an? Ist das eigentlich ein gynäkologisches Problem oder nicht? Was hast du denn hier jetzt? Was hat sie denn da? Ja, schauen Sie mal, wo hast du die denn hier? Oh, Mama, ich habe mich doch nur gestoßen. Das habe ich dir doch eben gesehen. Ich habe noch gar nichts gesehen. Ich muss mal einmal kurz da hingucken. Wie kommst du denn an solche blauen Flecken? Und am Arm ja auch. Du hast dich doch nicht gestoßen. Da ist doch irgendwas. Ich habe mich gestoßen, wie gesagt. Das ist jetzt mal ganz lieb. Jetzt taste ich erstmal, okay? Sie können das gleich in Ruhe machen, Sie beide. Pass mal auf. Noch ein kleines bisschen die Hose mal ein bisschen aufmachen. Ich kann gut verstehen, dass man sich als Mutter Sorgen macht, wenn man sieht, dass das Kind, mit dem man im eigenen Haus lebt, überall blaue Flecke hat. Man kann das nicht zuordnen. Man hat so das Gefühl gehabt bei ihr, dass die Tochter ihr etwas entgleitet. Ich hatte den Eindruck, da gibt es irgendeinen Punkt, über den die beiden nicht sprechen. Ich will erst mal an den Blinddarm dran gehen, ne? Ist da was, was wehtut? Haben Sie da das Gefühl nicht, ne? So, aber der Bauch ist ja, sonst ist der ja schön weich, Gott sei Dank, ne? Da ist ja nichts so. Wenn ich jetzt hier auf die Blase drücke, ne? Wie ist denn das? Haben Sie da Probleme? Es fühlt sich an wie so ein kleines Stechen. Auch beim Pipi machen? Beim Pipi machen auch ein bisschen. Und müssen Sie häufiger Pipi machen? Vielleicht haben Sie nur eine Blasenentzündung. Nee, häufig muss ich nicht. Nicht? Nee, eigentlich nicht. Also ich fasse nochmal zusammen. Es sind Unterbauchschmerzen. Periode war gerade erst oder kommt jetzt nicht. Es gibt beim Pipi-Machen Stress, also es tut weh, es sticht, aber Sie müssen nicht häufiger. Ja, ne? Genau. Ich muss jetzt mal was sagen, nicht erschrecken. Das kann auch mal eine Geschlechtskrankheit sein. Sind Sie sexuell aktiv? Ich gehe mal davon aus. Ne? Brauche ich ja nicht zu fragen, oder? Ja, Moment, aber was hat das denn jetzt hier? Spielt das jetzt eine Rolle hier? Also, wie? Wir müssen die Bauchschmerzen abklären. Na klar, das könnte ja eine Geschlechtskrankheit sein. Hör mal, war das ein Junge, der dir das angetan hat? Quatsch, die blauen Flecken. Die angegebenen Symptome, stechende Schmerzen beim Wasserlassen und die Bauchschmerzen und das schon seit längerer Zeit ohne zeitliche Zuordnung, das hätte schon eine Blasenentzündung sein können. Aber eine Sache passt da nicht. Wenn man eine richtig dicke Blasenentzündung hat, muss man ständig Pipi machen. Und das hat sie nicht gehabt. Da ist bei mir so eine kleine Alarmglocke angegangen. Du hast ja blaue Flecken am ganzen Körper. Ja, aber die kommen doch und nicht von jetzt wird hier von Geschlechtskrankheit oder so gesprochen, Mensch. Nein. Wissen Sie was? Wir machen jetzt einfach eine ganz einfache Geschichte. Wir untersuchen jetzt mal den Urin. Ne? Okay. Ich bitte mal hier die Schwester, dass die uns ein Becherchen bringt. Und dann gehen Sie zur Toilette und geben einfach mal Urin ab. Dann haben wir das Problem ja gleich geklärt. Einverstanden? Okay, ich sag mal Bescheid, ne? Im Urin können wir vieles sehen. Wir können sehen, ob Bakterien, Pilze, Chlamydien oder sonstiges vorhanden sind. Wir können zuordnen, ob es gynäkologische Bilder gibt, die sich da abzeichnen. Wir können sagen, ob es Geschichten sind auf der Haut, die sich mit dem Urin in das Gläschen beim Pipi machen runterspülen. Das ist schon toll, so ein Urinbefund. Der gibt uns in der Medizin vielerlei Auskunft. Hallo, ne? Wollen wir mal gehen? Muss er Pipi abgeben, ja? Okay, alles klar. Was ist der Becher? Ich mach mir solche Sorgen. Die Laura, warum? Die ist in letzter, ja, die ist so verschlossen. Ich habe das Gefühl, die redet kaum noch mit uns. Aber das ist doch ein vernünftiges Mädchen, so wie ich in einem. Ja, aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist da los, was sie mir verheimlicht. Aber wie kommen Sie denn darauf?
Ja, aber das, ja, haben Sie doch gerade gesehen, diese blauen Flecken. Wo soll die, können Sie mir doch nicht erzählen, dass sie sich gestoßen hat. Woher die blauen Flecken wirklich stammen, wird vor allem Lauras Mutter schon bald nachhaltig zum Überlegen anregen. Doch zunächst platzt eine panische 17-Jährige ohne Termin und in ungewöhnlichem Aufzug in die gynäkologische Sprechstunde. Ich heiße Trautner. Und Sie? Janine Heim. Okay. So Riesenpupillen aus Panik, was ist denn los? Ja, ich brauche unbedingt die Pille danach. Was? Ja. Was ist das? Sind Sie jetzt hierher gekommen, so wie Sie da quasi von zu Hause entsprungen sind, oder was? Ich brauche sie wirklich. Haben Sie nasse Haare oder? Ja, ich habe nasse Haare. Ach, du ahnst es nicht. Das heißt, Sie sind jetzt direkt in höchster Panik. Bedeutet, ja. Sie hatten Verkehr gerade eben. Jein, aber meine Freunde, die nehmen die halt alle. Deshalb, wie, die Freunde nehmen die Pille danach einfach ja, mal so? Ja, wenn die denken, dass die schwanger sind, nehmen die die alle. Und ach, ich denke wirklich, dass ich schwanger bin. Hören Sie mal, die Pille danach, wissen Sie, wie hoch dosiert die ist? Die ist so hoch dosiert wie von manchen leichten Pillen 10 Stück auf einmal. Wer wäre denn so verrückt und würde 10 Pillen am selben Tag in derselben Zeit nehmen? Aber ich glaube, ich bin ja schwanger. Ja, wie, das heißt, Sie haben Verkehr gehabt, sonst geht's ja nicht. Nein, und sind am Eisprung. Nein, ich war mit meinen Freunden in der Badewanne. Ja, und? Ja, ach, deswegen die nassen Haare, jetzt verstehe ich das. Entschuldigung, ich muss erst mal nachdenken, was hier los ist. Er ist halt in der Badewanne gekommen. Ihr Freund? Ja. Das, hattet ihr Verkehr oder ist er so in der Badewanne? Er ist so in der Badewanne gekommen. Ach, dann sind Sie doch nicht schwanger. Wie soll denn das gehen? Ja, die können doch in mich hineinschwimmen. Wie sollen die das denn machen? Das sind ja Zauberspermien. Habt ihr einen Badezusatz gehabt? Irgendwelche Schaumsachen da drin? Irgendwas? Ja. Ja, dann ist das doch doppelt kaputt. Das Wasser macht die Spermien kaputt. Das Zeug in der Badewanne im Wasser macht das Zeug, macht die Spermien kaputt. Da sind sie. Machen sich verrückt umsonst. Wenn wie in unserem Fall eine Frau in die Lage gerät, dass sie tatsächlich eine Verhütung nach dem Verkehr, sprich die Pille danach braucht, dann ist es gut, dass wir das Ganze in Deutschland haben. Die ist ja mittlerweile rezeptfrei, aber das verleitet auch ein bisschen dazu, dass man sie zu leichtfertig nimmt. Man darf immer nicht vergessen, die ist hochdosiert, hat viele Nebenwirkungen, Brustspannen, Heißhunger, Übelkeit, Kopfschmerzen, Zyklusunregelmäßigkeiten. Das Beste ist, bevor ich sie nehme, Rücksprache mit dem Apotheker oder mit meinem Gynäkologen, brauche ich sie wirklich oder nicht. Anderes Thema wäre eine vernünftige Verhütung. Ne? Ich gebe Ihnen jetzt mal was mit. Ich gebe Ihnen jetzt mal, weil wir gleich die nächste Patientin haben. Sie kriegen jetzt eine Infobroschüre mit zum Thema, wie kann ich verhüten, und dann lesen, ich glaube, ich habe sogar noch eine andere zum Thema weiblicher Zyklus. Man kann sich heute in jeglicher Form über Verhütungsmittel informieren. Es gibt viele Broschüren von der Bundesgesundheitszentrale für entsprechende Aufklärung. Es gibt die Möglichkeiten im Internet. Man kann zum Gynäkologen kommen. Wir freuen uns immer, wenn wir den jungen Leuten helfen können und gut erklären können, was für sie in Frage kommt. Und sagen Sie Ihren Freundinnen mal, dass eine Pille danach hochdosiert ist, auch wenn man die ohne Rezept in der Apotheke bekommt, dass die schlimme Nebenwirkungen haben kann. Brustspannen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und oftmals der ganze Zyklus durcheinander ist. Okay, also komm, Haare sind nass. Okay, danke schön. Während sich die Jugendliche beruhigt auf den Heimweg machen kann, geht es Studentin Laura zunehmend schlechter. Noch dazu kommt zufällig ans Licht, dass die 22-Jährige eine Art geheimes Doppelleben führt. Hat endlich geklappt. So. Oh, das hat Laura gedauert, die Kleine. Okay, Schatz. Komm mal. Was ist los? Komm mal schnell hier. Hier mal hinsetzen. So, Schatz. Jetzt los. Was passiert? Geht's nicht Laura, gut? Was ist passiert? Auf einmal ganz starke Bauchschmerzen hat sie. Also, zieh das mal aus. Nach dem Toilettengang von der Laura, wo wir die Urinprobe brauchten, habe ich erst nichts gemerkt. Aber als wir im Zimmer waren, verzog sich ihr Gesicht, sie krampfte zusammen und ich merkte, sie hat wirklich starke Schmerzen, sodass wir sofort was machen mussten. Machen wir nochmal einen Blutdruck und gucken mal. Ne? Mama, noch das. Hallo. Du musst das nicht machen. Ach, setz du dich mal hin da und lass dich mal untersuchen. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Untersuchung, ne? Das habe ich doch gesehen, das hier die Tage. Nee. Da war doch diese Aktivisten-Demonstration vor unserer Firma da. Und die das Riesenchaos da angerichtet haben. Und da war dieses Plakat. Schau mal, dein T-Shirt, ne? Und jetzt die Flyer hier. Du hast doch damit wohl nicht irgendwas zu tun, oder? Nein, machst du damit? Ich bring gerade den Hast du damit Ja, danke. Hast du damit irgendwas zu tun?
Was soll das hier jetzt gerade alles? Ja, ich gehöre dazu und ich bin wirklich stolz drauf. Ihr mit eurer Firma, ihr verursacht so viel Müll. Ihr achtet doch überhaupt nicht auf die Umwelt. Und ich habe so oft versucht, mit euch darüber zu reden. Laura, du demonstrierst gegen deine Familie. Ja, das ist ein Familienunternehmen hier. Das kannst du doch nicht machen. Ich glaube, ihr beide besprecht das zu Hause. Wir gucken jetzt überhaupt erstmal, wie es ihrer Tochter geht. Gucken Sie mal, wie die da sitzt. Der geht's ja nicht gut, der Kleinen. Der Streit zwischen Mutter und Tochter wurde von mir dann einfach unterbrochen, weil es jetzt erstmal um die Gesundheit der jungen Frau hier ging. Allerdings ist genau das Thema, um das die gestritten haben, letzten Endes für mich hinweisend dafür gewesen, was die junge Frau hat. Bitte so lieb sein, einmal dahinter gehen. Laura, Sie beruhigen sich draußen. Lauras Kampf gegen die Klimasünden des Familienunternehmens, das vor allem Obst aus Spanien importiert, sorgt wenig später erneut für Diskussionen. Zudem hängen die Unterleibsschmerzen der 22-Jährigen indirekt mit ihrem Umweltaktivismus zusammen. Was sind das für blaue Flecken? Sind die von irgendeinem Typ? Boah, Mama, du nervst mich total, weißt du das? Die sind doch von keinem Typen. Was denkst du denn von mir? Ich war auf Demos und da geht's halt mal ein bisschen wilder zu. Und dann bekommt man halt mal blaue Flecken. Ja, aber doch nicht. Ja, das zeigt mir ja schon, dass du da gar nicht hingehörst auf solche Demos. Boah. Weißt du, und überhaupt, du hintergehst ja deine Familie, ist ja das klar? Dann erfahre ich das jetzt hier im Krankenhaus. So oft habe ich versucht, mit dir zu reden. Letzte Woche saßen wir noch am Tisch und ich habe versucht, mit dir zu reden. Du hast mich so beiseite beschoben. Du hast mir gar nicht zugehört. Ja. So, darf ich euch beide mal ganz kurz unterbrechen? Wir müssen Befunde besprechen, nicht hier im Flur. Ja? Die blauen Flecke der kleinen Laura, die konnten wir dann irgendwann einsortieren. Aber ich war eigentlich gerade davor und wollte meine Ergebnisse hier auf den Tisch legen. Und dann kam die Schwester Birgit rein und brachte etwas mit. Und damit hat sich für mich das Puzzle zusammengesetzt. Ich habe auf der Toilette diese Stofftampons gefunden. Das sind bestimmt deine, ne? Ja, danke schön. Bitte. Du benutzt Stofftampons? Ja, benutze ich. Was waren das denn? Ja, die sind doch viel umweltfreundlicher. Darf ich mal einmal sehen? Ja, klar. Es ist doch also junge Leute, die sich wirklich um die Umwelt bemühen, für die ist das nichts Besonderes. Ne? Ich zeige Ihnen das mal. Ich kannte das auch lange Jahre nicht. Ja, das saugt auf. Das können Sie nachher super schön wieder auskochen. Sonst geht das nämlich nicht wieder zu verwenden. Sonst sind da alle möglichen Bakterien drin. Super schön auskochen und dann kann man das wieder verwenden. Es gibt ja auch Menstruationstassen. Ne? Kennen Sie die? Soll ich Ihnen das mal zeigen? Wir haben alles da. Schon mal gehört. Zeig Ihnen das mal. Wer gut mit nachhaltigen Periodenprodukten umgehen kann, wer weiß, wie man die reinigen muss, wie man sie handhabt, wie man sie aufbewahrt, der ist damit gut bedient. Aber man muss sich auch wirklich ganz strengen Regeln unterziehen. Ich kann so wiederverwendbare Teile nicht im Genitalbereich anwenden, wenn ich die vorher nicht entsprechend gereinigt habe. Das geht nicht. Das ist eine Schleimhaut. So wird in der heutigen Zeit bei der Periode das Blut aufgefangen. Setzen in die Scheide rein, dann sitzt das hinten drin und das Blut kommt da rein. Was ganz wichtig ist, wenn ich das benutze, ne, ich muss die Dinger super sauber machen. Sonst schieben die Bakterien nach oben. Ne? Das hat mir sehr imponiert, dass die Laura, die ja sicherlich keinen Geldmangel hat, nachhaltige Produkte verwendet und damit wirklich viel für die Umwelt tut. Die hat halt nur einen ganz blöden Fehler gemacht. Und das haben wir Gott sei Dank dann auch rausbekommen. Sie haben ja jede Menge Bakterien im Urinbefund, den ich hier drin habe. Ne? Das ist ja schon der Hammer, was da an Zeug rumkrauselt. Ja, also wie ist denn das, wenn Sie da zu Ihren Demonstrationen fahren und so weiter? Kann man das vernünftig reinigen? Kann man das vernünftig oder nicht? Wenn ich ehrlich bin, wo Sie jetzt gesagt haben, mit vernünftig auskochen und dass die Reinigung echt wichtig ist, muss ich schon zugeben, ich hatte in letzter Zeit viel Stress mit den Demonstrationen und an der Uni hatte ich auch viel Stress und ich habe die Reinigung schon ein bisschen vernachlässigt. Dann kann ich das auch verstehen, denn Sie sind ja eine total gepflegte, wenn ich Sie so angucke. Und da fragt man sich, wo kommen die ganzen Bakterien da unten her? Ja. Die kriechen ja nicht einfach durch die Hosenbeine, die müssen ja irgendwie da hinkommen. Und hier dieser Beutel, das ist ja auch eine Nummer für sich, ne? Wenn ich Tampons habe, dann tue ich die in irgendeine vernünftige Aufbewahrungshülle, am besten in eine Plastikdose, damit die wirklich auch nicht feucht sind. Ja. Damit die wirklich vernünftig zusammengestapelt da liegen und benutzt werden können. Und dann kann ich von mir aus die benutzten noch in einen extra Beutel tun. Aber die sehen doch ganz goldig aus, oder? Laura hat diese wiederverwertbaren Tampons einfach nicht richtig gereinigt. Die hat die falsch aufbewahrt, hat die vorher nicht richtig sauber gemacht und hat die quasi mit Halbherzigkeit da unten wieder reingeschoben. Da waren noch Bakterien dran.
Wenn ich die auf eine Lederhaut außen schiebe, ist das nicht so schlimm. In der Schleimhaut mit Feuchtigkeit gehen die hoch wie die Pest. Und dadurch ist es zu dieser massiven bakteriellen Geschichte in der Blase und vielleicht auch sogar in der Scheide gekommen. Ich muss schon sagen, Frau Steins, Ihre Tochter macht das toll, ne? Verdient meinen Respekt. Hören Sie mal, in dem Alter und dann so viele Blessuren und trotzdem weiterzumachen und das alles für Umweltschutz, damit die Generationen nach uns gut leben können, das finde ich schon toll. Hm? Ja, es ist ja gar nicht so verkehrt, was du da machst und das wird mir jetzt langsam auch bewusst und pass auf, folgender Vorschlag. Wir setzen uns zu Hause in Ruhe noch mal hin mit Papa. Ja. Überlegen, was wir auch in der Firma ändern können zum Thema Umwelt und das würde mich echt freuen. Ja? Ja. Okay, Schatz. Alles gut. Ach, das hört sich ja toll an. Nachdem die Entzündung dank Antibiotikum schnell abgeklungen war, haben Lauras Eltern ihrer Tochter eine Beraterstelle im Familienbetrieb angeboten. Die 22-Jährige soll dabei helfen, alle Abläufe der Logistikfirma umweltfreundlicher zu gestalten.